Aufnahme. Ja, hallo Leute. So, Mission Performance. Ich weiß ja, ihr wollt ja immer gerne wissen, so wie geht das Ding ab und wie schnell bin ich 0, 100 und wenn ich bei 70 Gas gebe, runterschalte, wie schnell bin ich am LKW vorbei? Wie flott geht das alles? Ist das wirklich schnell? Oder ist so eine BMW für mich einfach viel zu langsam, weil ich habe eine andere Maschine und die ist viel, viel schneller. So, wir können es ja mal testen. War schon ziemlich am Hahn gedreht, aber ich hatte im zweiten Gang, im ersten nicht den Hahn ganz auf. Ich habe ein bisschen, ja, es ist nicht allzu trocken. So, wenn man jetzt mal so um die 70, ja, jetzt ist natürlich nass hier, ganz doof, machen wir noch mal ein Momentchen. Ja, das Vorderrad steigt trotzdem. Also, wenn es den dann zu schnell geht mit dem Beschleunigen im ersten, geht das Vorderrad trotzdem hoch. Das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber die Medi-Control holt einen wieder runter, so ist es nicht. Aber bei nasser Straße, ein Rad in der Luft und hinten dreht, ist glaube ich keine gute Idee. Könnte so ein bisschen schwierig werden. So, suchen wir jetzt mal ein trockenes Stückchen, wo man mal bei 70 mal runterschalten kann und mal Gas geben kann. Das ist bei weitem nicht mehr das langsame, nicht drehfreudige Motorrad, was es mal war. Es dreht oben raus doch relativ heftig durch. Das liegt jetzt an der neuen Geschichte mit dem Shiftcam. Und bei der Newtonmeterzahl, die der Motor hat, nämlich das sind sagenhafte 143 Newtonmeter, das ist schon richtig. So, wir haben hier 70. Hier geht es etwas runter, okay, gebe ich zu, aber das macht den Kohl jetzt nicht fett. Wir gehen mal runter, ohne Kupplung. So schnell ist man am LKW vorbei, ne? Geht also wirklich fix. Das ist wirklich Hammer, was man dann trotzdem für einen Torque hat. Wenn man einmal richtig am Hahn reißt, dann geht das Ding aber richtig übel von der Stelle. Ich hätte vor einiger Zeit keinen Mensch dazu gekriegt, eine GS zu kaufen. Das geht aber vielen Fahrern so, die vorher durchaus sportliche Motorräder bewegt haben. Das Doofe ist, man muss so ein Ding einmal gefahren haben und einmal wissen, der Schwerpunkt liegt so weit unten, dass also das hier, ne, das ist nix. Ne? Das kann man jetzt auch echt übertreiben, wenn man das will. Aber das ist gar nichts. Das macht auch keine Schwierigkeit. Man braucht nur ein bisschen verlagern und das Ding eiert sofort rechts, links. Beim anderen Motorrad muss man ja richtig drücken. Das dauert dann immer. Und bei dem hier geht das unglaublich schnell. Also man kann sehr schnell hier die Richtungswechsel machen. Das ist wirklich toll gelöst hier. Und darum auch dieser tiefe Schwerpunkt. Und darum überzeugt so ein Ding auch, wenn man es beim ersten Mal Probe gefahren hat. Es überzeugt nicht, wenn es darum geht, individuelles Motorrad zu fahren. Da ist sicherlich eine Speed Triple oder sowas wesentlich geiler, weil die fährt nicht überall rum, hat nicht jeder, es hat einen außergewöhnlichen Klang und wie gesagt, das sind so Sachen, so
Es gibt halt besondere Motorräder und es gibt halt Brot und Butter. Das hier ist schon irgendwie ein Brot und Butter Motorrad. Ja, das gebe ich zu. Dafür ist es aber auch wieder zu teuer. Für Butter, Brot und Brötchen gibt es so ein Ding nicht. Das kostet ja richtig Geld. Und im Allgemeinen ist es ja so, dass die Leute nur Geld ausgeben, wenn sie auch davon überzeugt sind, dass es qualitativ wirklich eine gute Sache ist. Und das scheint ja so zu sein, sonst wäre das Ding ja nicht das meistverkaufte Motorrad der Welt. Also, kann man sich kaum vorstellen, aber bei dem Preis ist es trotzdem eins der bestlaufendsten Motorräder der Welt. Das sagt schon eigentlich viel aus, weil wenn das jetzt eine Honda 250 wäre, die früher viel in Taiwan oder so verkauft worden ist oder in Japan, das waren Dinger, die sind ja auch Ewigkeiten gelaufen, irgendwelche Zweizylinder, die in mega Stückzahlen produziert worden sind. Und ich meine, da gibt es auch noch eine, die hat noch mehr Stückzahl. Aber das Ding hat ja nichts gekostet. So, dieses Ding hier kostet richtig Geld, richtig viel Geld. Und darum ist es halt eben doch verwunderlich, dass die Stückzahlen doch so unglaublich hoch sind. Da muss es ja doch wohl irgendwie was geben an diesem Motorrad, was die Leute wohl so gut finden. Individuell? Nein. Also, dafür fahren zu viele. Aber das Ding macht halt irre Spaß, fährt super, Technik ist ausgereift, man braucht keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Und ob ich jetzt am Tag 300 Kilometer fahre oder 30, egal, macht nichts. Das Ding hat einen großen Tank, ich muss den ganzen Abend zum Tanken fahren. Also so gesehen, da sind eigentlich alle Vorteile drin, die man eigentlich haben kann. So, wenn ich dann so sehe, individuelles Motorrad, VFR 1200 zum Beispiel, super stylisch, durchgestyltes Motorrad, auch schon einen Tag älter, alles kein Problem, ja, aber trotzdem ein Bombenmotorrad, was wirklich von der Optik her und von der Technik her wirklich cool ist. Also sowas könnte mich auch noch mal reizen. Ja, gut Leute, genug geschnackt. Wir wollen mal zusehen, dass wir wieder Richtung Heimat kommen. Ich weiß nicht, ich glaube, das Wetter wird nicht mehr besser hier. Da tut sich nicht mehr viel. Ja, dann bis dann, Leute. Ciao.